Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play-Projekt und da beginnen wir doch mit Diablo 3 Reaper of Souls. Ich bin jetzt gerade frisch aus dem Urlaub zurück und habe jetzt richtig Lust auf das neue Add-on. Ich spiele hier mit meiner Dämonenjägerin und dann wollen wir doch auch gleich dabei starten. Ich zeige euch jetzt nicht noch das Intro, weil ich glaube, das hat soweit alle gesehen. Das ist jetzt auch mein erster Starter. Ich bin einer Blutspur in die Westmark gefolgt, deren Hauptstadt belagert wird. Engel durchkämmen die Straßen und töten alles und jeden. Nur warum? Ich werde den finsteren Zweck hinter dem Gemetzel ergründen. Und die Seelenernter aus der Westmark verbannen. Dem Königreich, das einst meine Heimat war. Jetzt fragen sich vielleicht so ein paar Leute, warum mache ich denn ein Let's Play von Diablo 3? Ich habe das doch damals nicht so gut bewertet. Tja, Diablo 3 hat sich in der Zeit wirklich gut entwickelt. Ist besser Loot. Und ja, jetzt das Paragon-System, es hat sich etwas gebessert. Ich sage immer noch, dass das Skill-System Murks ist, aber das Paragon-System macht es etwas besser. Und da jetzt das sogenannte Loot 2.0 da ist, ist es jetzt wirklich, ja, gut geworden. So, dann beginnen wir mal. Ich habe jetzt die Füße drauf. Ich habe dieses Level. Maltael hat den schwarzen Seelenstein gestohlen. Ihr müsst mit mir kommen. Die Menschen da unten leiden. Ich muss sofort etwas unternehmen. Aber ihr und Tyrael müsst zusammenarbeiten, um Maltael zu finden. Sagt Tyrael, dass wir uns in Westmark treffen. Geht. Ich werde nicht versagen. Das schwöre ich. Ich habe diesen Abschnitt schon auf der Gamescom gespielt. Gleich ein Rezept. Was ist das? Ja. Aber mit Crafting kenne ich mich hier noch nicht so aus. Ich habe mich damit nie beschäftigt. Wir werden alle sterben! Sie wird uns alle umbringen! Jetzt sah ich, wie der Wachsoldat von der Magie der Maid getroffen wurde. Das Tor! Das ist immer noch blöd, finde ich. Alles wird unterbrochen, wenn irgendwas Neues kommt. Statt erstmal abzuwarten. Ich spiele auch erstmal alleine, weil ich die Story erleben möchte. Denn ich habe den Fehler ja beim ersten Durchspielen gemacht, dass ich immer mit Leuten gespielt habe, die ich nicht kannte. Und die haben die meisten Videos mal weggeklickt und sowas finde ich halt nicht gut. Geschworene Schildwachen führen eine gefährliche Klinge. Doch ihr Schild mit seinen rasiermesserscharfen Stacheln stellt eine noch größere Bedrohung dar. Mit ihm können sie ihre Opfer mit einem Schlag vom Hals bis zu den Eingeweiden aufschlitzen. Dieser Schild ist nicht dazu gedacht, die Schildwachen zu schützen, sondern ihre Feinde zu versehren, zu verkrüppeln und zu töten. Ich werde einen anderen Weg in die Stadt finden. Ich kann diese Leute nicht einfach sterben lassen. Immerhin ein paar Steinchen. Ich bin immer so einer, der immer graue Sachen, also Crap, erstens gar nicht mitnimmt oder gleich auf den Boden schmeißt. Aber auch echt mal schwierig, jetzt gerade normal. Jetzt mal Skills zu lernen. Nein!
Auf den Straßen ist es nicht sicher. Meine Waren. Es ist das Ende der Welt. So viele wurden getötet und die Seelenernter sind überall. Gibt es Überlebende? General Thorion verteidigte eine Gruppe Flüchtlinge bei der alten Sakharum-Kathedrale. Doch wahrscheinlich sind sie alle bereits tot. Moment. Ihr seid die Dämonenjägerin, die die Bastion gerettet hat. Ihr werdet auch uns retten, nicht wahr? Ich gebe euch mein Wort. Soweit ich mich erinnern kann, war auf der Gamescom die Demo zu Ende beim ersten Boss, der irgendwie ich nach diesem Abschnitt los. Kommt. Und ein Wort, nein! Der war ja. Ist sie wahnsinnig? Das waren Unschuldige. Mich und meine Sicht verdunkelte sich bis zur vollkommenen Finsternis. Diese wurde von einem blassen Licht abgelöst, das mich meiner Kraft beraubte. Nachzugeben schien der einfache Weg. Ich bemühte die letzten Reste meiner Willenskraft und kämpfte dagegen an. Wie eine Flut brachen die Farben wieder über mich herein. Der Schatten befand sich direkt vor mir und ich trieb meinen Speer durch ihn hindurch. Mein Hass ist nicht ausreichend. Niedergänger-Schildwachen waren einst die Beschützer von König Justinian IV. Selbst. Sie wurden aufgrund ihres Mutes und ihrer Waffenkünste ausgewählt und begleiteten ihn zu jeder Zeit. In ihren kunstvollen Rüstungen der besten Handwerker Westmarks boten sie einen imposanten Anblick. Doch am eindrucksvollsten waren ihre Schilde, die sie zielsicher zum Schutz ihres Königs einsetzten. Habe ich einen Disconnect? Das darf doch nicht wahr sein. Ich mache hier einen Drake. So, da ich einen kleinen Disconnect hatte, habe ich mich jetzt hier wieder durchgekämpft. Ich habe auch inzwischen mein Inventar mir nochmal näher angeguckt. Und so habe ich... Sind das Engelsflügel? Tyraelsflügel? Sieht ganz nett aus. So, dann wollen wir weitermachen. Direkt an der Stelle, wo es passiert ist. Natürlich ärgerlich, genau während eines Let's Plays das zu haben. Verteidigt die Kathedrale! Schlag diese elenden Kreaturen zurück! Nicht genug Hass. Ja, ich mag den enormen Jäger. Da seid ihr. Tyrael, weshalb greift Maltael die Stadt an? Er labt sich am Tod. Jedes Leben, das seine Seelenernter nehmen, macht ihn stärker. Jetzt, da das oberste Übel fort ist, hält Maltael den perfekten Zeitpunkt für gekommen, um den ewigen Konflikt zu beenden. Die Menschheit hat mit diesem Krieg doch nichts zu schaffen. Wir stammen von Dämonen und Engeln ab. Doch Maltael sieht in uns nur das Böse. Kathedrale! Alle Flüchtlinge befinden sich dort! Folgt mir! Bei Akarat! Es ist noch schlimmer, als ich befürchtet habe! Was ist das für ein Ding? Der Todesmaid! Haltet sie auf! Das hier gegen die Demo damals. Vielleicht, dass man es nicht weitergeht.
Bogenschütze wäre vor meinem Angriff geflohen. Doch dieser blieb standhaft und starrte mit seinen leblosen, leeren Augenhöhlen auf den Schaft seines Pfeils. Selbst als ich ihm mit meiner Klinge den Kopf abtrennte, schoss diese Kreatur noch einen weiteren Pfeil ab. Wie können wir einen Feind besiegen, der weder Angst kennt, noch über einen Selbsterhaltungstrieb verfügt? Wir müssen alles in unserer Macht Stehende unternehmen, um die Nephalem aufzuhalten, damit die Seelenernte nicht unterbrochen wird. Sie ist der Schlüssel zu Maltaels Sieg. Nicht mit mir. Wo ist Maltael? Ich weiß nur, dass er sich nicht mehr in Westmark befindet. Er könnte den schwarzen Seelenstein überall hingebracht haben. Können wir irgendwie herausfinden, warum er hinter ihm her war? Vielleicht. Als Maltael ihn stahl, brach ein Splitter ab. Vielleicht kann ich seine Pläne nachvollziehen, wenn ich den Splitter untersuche. Tut, was ihr könnt. Ich werde die Stadt vor Maltaels Streitmacht retten. So, wie ich immer höre, ist Westmark ja auch die Hauptstadt. Jetzt praktisch das eigentliche Quest hat hier. Genau. Der Seelenstein. Kann er reden? Tod. Was genau hat die Todesmaid in der Kathedrale getrieben? Sie wollte dort eine Sphäre erschaffen, die die Lebenden in Maltaels Todeskreaturen verwandelt. Eine einzige Sphäre kann jede Stunde hunderte Unschuldige transformieren. Meine Männer berichten, dass es zwei weitere in der Stadt gibt. Seelentiegel. Mit zweien davon verfügt Maltael über eine schier unerschöpfliche Versorgung mit Soldaten. Bis ich sie zerstöre, dann werden sie ihm ausgehen. Der Tod wird euch holen. Okay. Ich denke, das war jetzt das erste Kapitel meines Let's Plays von Diablo 3 Reaper of Souls. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich mache jetzt hier einen Break. Sorry wegen dem kurzen Disconnect. Hier machen wir dann demnächst weiter. Bis dann!